ich mir die Tiere selber töten müsste, wäre ich schon längst Vegetarier. Und jetzt einfach zu sagen, ja, nur weil die Tiere das machen, also weil Löwen sich am Po lecken, mache ich das jetzt auch. Also das finde ich sehr schwierig. Wer hat denn heute schon Fleisch gegessen? Du wahrscheinlich nicht. Wir als freie Bauern fordern, also Kunstfleisch, Laborfleisch grundsätzlich zu verbieten und keinen einzigen Groschen Steuermittel in die Forschung reinzutun. Bevor ich ein Fleisch aus dem Labor essen würde, brauche ich kein Fleisch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diskothek. Die letzte Ausgabe ist ja jetzt schon ein bisschen her. Und in der Zwischenzeit hat sich bei uns einiges getan. Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, senden wir nicht aus unserem alten Studio. Stattdessen sind wir heute im Forum der Körperstiftung. Und das Ganze hat auch einen Grund, denn wir werden die nächsten Folgen der Diskothek gemeinsam mit der Körperstiftung realisieren. Das nur ganz kurz vorweg. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Wir beschäftigen uns heute mit unser aller Fleischkonsum und deren Auswirkungen auf die Umwelt. Denn dass unser Hunger auf billiges Fleisch Auswirkungen hat auf die Umwelt, das ist eigentlich ziemlich unstrittig. Die Frage ist, wie gehen wir als Gesellschaft mit diesen Erkenntnissen um, die ja nicht mehr ganz neu sind. Und da sind wir uns noch nicht so einig. Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen auch über die Frage, ob möglicherweise Laborfleisch ein Teil der Lösung sein kann. Aber jetzt der Reihe nach, erstmal stelle ich die Gäste vor. Ich begrüße Petra Kluger. Sie hat technische Biologie studiert und ist Professorin an der Universität Reutlingen und forscht dort zum Thema Laborfleisch. Außerdem ist Cornelia Poletto bei uns. Viele von euch kennen sie wahrscheinlich schon. Sie ist TV-Köchin und Gastronomin aus Hamburg. Außerdem freue ich mich über Gordon Prox, der heute hier ist. Er ist überzeugter Veganer und betreibt zusammen mit einem Kumpel den YouTube-Kanal Vegan ist ungesund. Und last but not least ist Reinhard Jung bei uns. Er ist Biolandwirt, züchtet selbst auch Rinder und ist Politikreferent der Initiative Freie Bauern. Wir haben Statements. Diese Statements, drei Stück an der Zahl sind, es werden die Sendung ein bisschen gliedern, damit das Ganze ein bisschen Struktur bekommt. Und ihr werdet euch dann immer positionieren. Bevor wir richtig in das Thema einsteigen, einfach nur um ein bisschen warm zu werden, um euch ein bisschen besser kennenzulernen. Wer hat denn heute schon Fleisch gegessen? Du wahrscheinlich nicht. Nee. Niemand? Nee. Doch. Jetzt traust du dich. Was heißt ich trau mich? Das hat so lange gedauert, bis du die abgehoben hast. Nein, ich habe die Frage erstmal nicht verstanden. Nein, leckeres Brot mit Corned Beef. Ja, das ist bei mir beim Frühstück immer das Erste. Bei den anderen, wie viel Fleisch konsumiert ihr so? Also bei dir ist es ja klar und ja. Bei euch beiden? Also mein Fleischkonsum hat sich sowieso in den letzten 15 Jahren sehr, sehr verändert. Ich bin absolute Fleischfürsprecherin. Ich mag sehr gerne Fleisch. Aber ich würde mal sagen, locker halbiert. Okay, ganz bewusst. Ja, also das gibt auch so viele Möglichkeiten. Das ist ja als Köchin auch etwas, was einen kreativ werden lässt, weil einfach irgendwie ein Steak grillen und dazu ein bisschen Gemüse machen, das kann halt jeder, aber aus Gemüse was Besonderes zaubern oder das ist das, was eben auch Spaß macht. Okay, und wie ist es bei dir, Petra? Ja, bei mir ist es ähnlich. Also früher haben wir sehr viel Fleisch und Wurst gegessen und inzwischen Wurst fast gar nicht mehr. Und Fleisch nur noch vom Biometzger und Biobauern und auch sehr, sehr selten. Auch eine bewusste Entscheidung oder hat sich das einfach so? Ja, tatsächlich, je mehr ich mich mit dem Thema befasst habe, umso mehr, das macht schon was mit einem tatsächlich auch doch. Okay, du wirst auch gleich was sagen dürfen. Ja, kein Problem. Aber du möchtest noch, wie bist ja, du denn Veganer geworden? Willst du das vielleicht kurz erzählen? Also vielleicht noch mal ganz kurz so zum Einstieg. Also ich habe 28 Jahre meines Lebens extrem viel Fleisch gegessen und auch wirklich Fleisch geliebt. Also aber das hat sich jetzt geändert. Ich glaube, das ist relativ klar geworden. Und passiert ist das, weil ich, also ich wusste schon immer, so Massentierhaltung war nicht etwas, wo ich gesagt habe, das ist cool, das unterstütze ich. Aber es gab diesen Moment, wo ich das erste Mal gesagt habe, ich lasse mich mal auf das Thema ein und schaue mir mal an, was passiert dahinter, hinter den Kulissen. Und als ich das gesehen habe, war für mich klar, ich kann das mit meinen moralischen, ethischen Vorstellungen einfach nicht in Einklang bringen. Und da habe ich gesagt, da muss ich was machen. Das habe ich getan. Ja. Alles klar, dazu kommen wir gleich noch. Wir müssen wir kommen gleich dazu. Wir können gleich inhaltlich uns auseinandersetzen, wenn Sie dazu schon was entgegnen wollen. Oder wenn du dann sagst, nein, komm, sag. Ich möchte mich doch nur vorstellen. Weißt du? Es war nur die Vorstellung, aber es scheint schon was ausgelöst zu haben. Top. Das wird gleich getriggert. Alles klar. Dann kommen wir jetzt zum ersten Statement und das lautet, wem das Tierwohl wichtig ist, der isst kein Fleisch. Petra wechselt die Seiten. Ziemlich klare Fronten, 3-1. Sag mal, heißt das für dich dann im Umkehrschluss, dass alle, die Fleisch essen, dass die sich nicht um das Tierwohl scheren? Oder was meinst du jetzt mit dieser Positionierung? Das meine ich nicht. Also wie gesagt, ich habe ja die meiste Zeit meines Lebens auch Fleisch gegessen. Bei mir ist nur das Spannende und ich glaube, dieses Gedankenexperiment sollte man sich einfach mal gönnen. Viele Menschen, die ich kenne, ich auch, haben Hunde, lieben ihre Hunde und sagen dann, ich esse aber Fleisch, weil für mich ist da ein Unterschied. Und ich glaube, dieser Unterschied passiert, weil wir als Gesellschaft sagen, es gibt einen Unterschied
sehe ich persönlich nicht. Und deswegen sage ich, dass wir im Grunde genommen zwei Optionen haben. Eine, die bedeutet keine Tierausbeutung, kein Tierleid. Und eine, die bedeutet Tierleid. Und wenn man sagt, mir ist das Wohl eines Tieres wichtig, dann denke ich, sollte man die Entscheidung wählen, zu sagen, ich nehme die Variante ohne Tierleid. Das ist meine Position. Jetzt haben wir hier drei Menschen, die das anders sehen. Cornelia, du hattest ja eben gesagt, dass du sehr gerne Fleisch isst und das heißt aber für dich auch... Ich habe auch zwei Hunde. Du hast auch zwei Hunde. Machst leider du nicht vegan oder vegetarisch ernähren. Machst du den Unterschied, den er gerade angesprochen hat? Also unterscheidest du zwischen Nutztieren, die wir konsumieren, und deinen beiden Hunden, oder sind das gleichwertige Tiere, die... Das sind für mich gleichwertige Tiere und ich bin auch jemand, der einfach genau hinschaut und Gott sei Dank auch immer sehr engen Kontakt zu Produzenten hat und weiß, woher mein Fleisch kommt, und das ist auch das einzige Fleisch, was ich esse. Natürlich hat man eine andere Beziehung. Ich bin Reiterin, wir haben Pferde. Ich muss jetzt nicht unbedingt Pferdefleisch essen, auch wenn es ganz glücklich groß geworden ist. Das nicht, das ist eine andere Beziehung. Aber dieses bewusste Entscheiden für ein gutes Stück Fleisch. Ich bin zum Beispiel auch in den letzten Jahren immer mehr in Richtung Wild unterwegs gewesen, weil es ganz, ganz tolles Wildfleisch gibt, wo man wunderschöne, muss man ein bisschen kochen können, um da was Gutes draus zu machen. Und von daher, also ich bin große Befürworterin, wie gesagt, wesentlich bewusster, ganz anders. Ich mag auch nicht mehr irgendeine abgepackte Wurst essen, das macht keinen Spaß. Aber für mich gehört einfach ein Stück Fleisch auch zum Genuss dazu, wenn ich ein tolles Menü habe. Aber die Dimension muss man einfach ein bisschen ändern. Also ich sage jetzt mal, ich brauche jetzt nicht so ein Riesensteak. Ich finde eher, Fleisch kann auch mal Beilage werden. Mhm. Ja, und das ist einfach so meine Einstellung, mit der ich ganz gut fahre. Kann ich kurz eine Frage dazu stellen? Natürlich. Ich finde es mega spannend. Also danke auf jeden Fall. Weil ich stelle mir die Frage, du würdest kein Pferd essen und ich gehe einfach mal davon aus, du würdest deine Hunde nicht essen. Würde ich jetzt nee, mal... nicht. Genau, und die Frage, die ich mir da einfach stelle, warum ist das so? Weil ich da einfach, das sind Freunde für mich, da habe ich einfach eine Beziehung dazu. Und ich bin aber bekennende Fleischesserin und deswegen ist für mich einfach ganz, ganz klar, ja, sag mir, woher dein Fleisch kommt, sag mir, wie es groß geworden ist, sag mir, wie es und wo es geschlachtet wurde. Ich finde auch Kühe ganz toll, ich finde auch wunderbare Salzwiesenlämmer großartig und niedlich, ja. Aber das sind Freunde für mich und Freunde, Frage, ich bin ja kein Kannibale. Ganz kurz. Eine letzte Nachfrage, dann holen wir die anderen beiden noch dazu. Genau, aber du bist schon der Meinung auch, dass du genau die gleiche Beziehung, die du zu Hunden haben könntest, auch zu beispielsweise Schweinen haben könntest. Absolut. Ja, und also ist es tatsächlich so, dass wir am Ende diese Unterscheidung zwischen Nutz- und Haustier machst du. Ja, absolut. Genau, und das ist eine Sache, deswegen sitze ich auf dieser Seite, die ich hier nachvollziehen kann. Vielleicht können wir da noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ja, eher bei Cornelia, beziehungsweise noch einen Schritt weiter. Auch das geht auch mit unseren Kindern so. Wir haben natürlich auch, dadurch, dass wir einen Familienbetrieb haben, mit 50 Rindern ungefähr, eine ganz tolle Rasse, nämlich die alten Rotbunten, Milch und Fleisch, Harmonie und Leistung. Also lieben wir diese Tiere und haben natürlich auch Tiere, gerade die Mutterkühe, die wir aus Generationen kennen. Und trotzdem essen wir deren Fleisch, weil es irgendwo, das ist vielleicht der Gedanke, den ich dir gerne mal erkläre. Also ich finde diese Aussage, zu der du ja sagst, völligen Nonsens, weil er nichts mit der Wirklichkeit und der Welt zu tun hat. Die Tiere generell fressen Tiere. Das war diese Anspielung darauf, meine Hunde sind nun mal nicht vegan. Ja? Also, und der Mensch ist artgerechten Allesfresser, der sich von allem ernährt, wie viel von wem er isst, da kann man drüber reden. Ich glaube, alle unsere Bauern, unsere bäuerlichen Familienbetriebe halten ihre Tiere sehr ordentlich und kann da diese Kritik auch teilweise nicht verstehen. Aber in dem Moment, wo ich sie töte, ist dieses Töten ja eine Konsequenz daraus, dass sie bei mir gut leben konnten. Wenn du einmal gesehen hast, wie eine Katze in der Wildnis einen Vogel frisst, dagegen ist ja der finsterste Tönnies-Schlachthof eine Wellness-Oase. Okay. Ja? Ich finde es auch ein bisschen schwierig, das hört sich ein bisschen rückschrittlich für mich an, zu sagen, ja, die Tiere machen das doch auch. Ja, ich finde, nur weil die Tiere das machen, also eher sind wir ja viel weiter entwickelt als Tiere. Wir können zum Beispiel uns Fragen stellen, wir können uns mit Ethik auseinandersetzen. Ne? Und jetzt einfach zu sagen, ja, nur weil die Tiere das machen, also weil Löwen sich am Po lecken, mache ich das jetzt auch. Also das finde ich sehr schwierig, also ne, von der Argumentation. Aber da kannst du gleich was sagen. Jetzt holen wir Petra in die Runde. Petra, hast du zufällig auch Haustiere? Ich hatte früher mal einen Hund, ja. Also das ist ja irgendwie ein interessanter Punkt, den er da anspricht, dass Leute es schaffen, ich ehrlich gesagt auch, wenn ich mich jetzt mal hinterfrage, da einen Unterschied zu machen zwischen dem Tier, was da auf dem Teller liegt und dem Tier, was ich streichle und mit dem ich irgendwie über die Wiese laufe. Kannst du das nachvollziehen, dass er das nicht nachvollziehen kann? Total. Also ich bin zwiegespalten zwischen hier und da, weil ich esse halt selber Fleisch, deswegen konnte ich mich jetzt nicht darüber setzen mit gutem Gewissen, ehrlich gesagt. Weil ich denke schon, wie ihr jetzt auch gesagt habt, wenn die Tiere ein gutes Leben hatten, also
komme ja später noch dazu, wir kennen auch Biometzger und die wissen, bis sie getötet werden, sage ich mal, nicht, was auf sie zukommt, dann ist es so vielleicht in der konventionellen Fleischproduktion das Maximale an Tierwohl oder Weideschuss gibt es ja auch. Dann ist es sicherlich tausendmal besser wie das, was in der Massentierhaltung. Ich glaube, da sind wir uns ja alle einig hier. Die Differenzierung zwischen Bio und konventionell, muss ich persönlich sagen, weil ich habe es mir selbst verkauft, ist ein Marketinginstrument. Ja, also was ist Bio? Wenn Bio jetzt bedeutet irgendwie 2-3 Zentimeter mehr im Stall, ist das nicht etwas, wo ich sage, Daumen hoch. Am Ende ist es auch so, ich glaube, da würdest du mir vielleicht sogar beipflichten, dass diese Tiere auch zum gleichen Schlachtanlagen gefahren werden, wie die aus konventioneller Haltung. Aber Bio ist ja auch für viele einfach ein Freifahrtschein. Also ich habe zum Beispiel auch einen Produzenten, der Lämmer oder Schafe züchtet und auf der einen Seite ist er biozertifiziert, auf der anderen Seite ist er nicht biozertifiziert. Ist natürlich auch sehr schwierig, dann auf der Karte zu schreiben, ob ich jetzt ein Bio-Lamm auf der Karte habe oder ob ich eins aus seiner Nachbarherde habe. Was schreibst du dann auf die Karte? Ich schreibe einfach nicht Bio. Okay. Weil ich mag einfach, das gab vor vielen Jahren auch die Ampeldiskussion, ich mag einfach nicht, dass wir den Menschen, den Verbrauchern sagen, weißt du was, du kannst einfach, wenn Bio draufsteht, dann kannst du blind alles kaufen und das wird alles fein gemacht. Vorhin kam doch die Frage mit dem, das Tier, mein Freund, ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe mich das auch selber schon gefragt, wenn ich mir die Tiere selber töten müsste, wäre ich schon längst Vegetarier. Also deswegen bin ich auch so hin und her gerissen und ich könnte mir vorstellen, dass es manchen Leuten so geht, anderen nicht. Ne? Genau, kann jederzeit wechseln und hin und her laufen. Also das ist halt diese Anonymität, glaube ich schon, dass man es halt einfach sehr leicht bekommt. Ist ja auch ein Thema für unsere Kinder. Also ja. ich sage jetzt mal, wenn Kinder mit Chicken McNuggets und ähnlichen Dingen groß werden, wo ja sehr wenig Chicken drin ist, viele andere böse Sachen, dann haben die überhaupt gar keinen Bezug dazu. Also ich erinnere mich noch, als meine Tochter im Kindergarten war, eine Freundin mitbrachte und bei mir gerade wunderschöne Hühner mit Kopf und Kralle angeliefert wurden, ja, da hat die angefangen zu weinen, kriegt aber von Mami jeden zweiten Tag entweder Chicken McNuggets, Schnitzel vom Pute, weil das weiße Fleisch ist ja das Gute, das rote ist ja das Böse. Na, also das sind einfach, wir müssen da, glaube ich, mal ganz, ganz unten anfangen, einfach auch unsere Kinder, Kindern bewusst zu machen, was eigentlich Ernährung bedeutet, aus welchen Produkten denn eigentlich ihr Lieblingsessen entsteht. Ich möchte mich einen Schritt auf euch zumachen. Es ist nämlich so, ich mache zwar einen YouTube-Kanal, ne, und ich sage, vegan ist ungesund und mir ist es super wichtig, dass wir darüber diskutieren und genau das ist der Punkt. Also ich komme jetzt nicht hierher und sage, ich erwarte von euch hier, dass jetzt alle vegan werdet, sondern mir ist wichtig, dass wir darüber sprechen und dass jeder eine Entscheidung für sich selbst fällt, ne, weil ich kann ja niemandem sagen, hey, du musst das oder das tun und genau das, da beginnt es. Und das ist genau das Wichtige, dieser Dialog. Auch wenn wir hier verschiedene Positionen einnehmen, ich finde, das ist das Allerbeste, was wir machen können, miteinander sprechen und einfach schauen, wie wir uns einander annähern, im besten Fall hier in meine Richtung. Das wird wahrscheinlich jede Person sagen. Aber gibt es da eine Mitte, wo man sich treffen kann? Oder sagst du nicht eigentlich? Also die Mitte bedeutet für mich Veränderung, ne, ja, also des Konsums. Und das ist für mich eine Mitte. Und ich glaube, darauf das habe ich auch schon das wurde hier auch schon so gedroppt, dass es so hieß, okay. man muss seinen Konsum hinterfragen. Und hier wurde ja auch schon der Fleischkonsum reduziert. Das heißt, hier passiert ja auch schon etwas. Und das ist für mich die Mitte, auf die man sich einigen kann. Das war Statement Nummer 1. Und wir kommen zum nächsten Statement. Laborfleisch muss angesichts der Umweltprobleme Teil unserer Ernährung werden. So, jetzt sind wir hier ausgeglichen, 2-2. Ich hatte es schon mal erwähnt anfangs, du forschst ja zum Thema Laborfleisch tatsächlich. Kannst du uns vielleicht einmal erklären, was man darunter eigentlich verstehen kann? Genau, also die Idee ist, dass wir tierische Zellen verwenden, also eigentlich das, woraus auch der Muskel und das Fettgewebe im Tier aufgebaut ist und dass wir hier im Labor Fleisch oder fleischähnliche Produkte für Wurst nachzüchten. Das klingt jetzt in Deutschland vielleicht ein bisschen strange, aber wenn wir gucken, die Bevölkerung wird enorm wachsen und wir können nicht für alle die Rinder schön auf der Weide halten. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Baustein, um eben, wie schon angesprochen, auch die Klimaaspekte hier mitzuregulieren. Aber ist das jetzt irgendwie ferne Zukunftsmusik oder ist das etwas, was in den kommenden paar Jahren tatsächlich auch zu erschwinglichen Preisen realistisch ist? Genau, also es wurde im Dezember letzten Jahres das erste Produkt zugelassen in Singapur. Das waren Chicken Nuggets von einer Firma. Von daher hätte man mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, wir müssen noch über 5 Jahre warten. Inzwischen bin ich da sehr viel optimistischer. Das ist sicherlich erstmal noch ein Nischenprodukt, das sehe ich schon so. Aber wenn wir mal gucken, welchen Siegeszug die vegetarischen und veganen Fleischalternativprodukte gemacht haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, denke ich, dass das ein ganz wichtiger Baustein wird in der Zukunft eben als
Option natürlich, kann jeder aussuchen, was er möchte, aber es wird kommen. Cornelia, warum glaubst du nicht, dass das ein Teil der Lösung sein könnte oder vielleicht sogar sollte? Also ich bin jemand, meine Küche ist sehr, sehr pur und die geht immer aufs Produkt. Und bevor ich ein Fleisch aus dem Labor essen würde, brauche ich kein Fleisch. Also das ist sowieso ja auch nochmal eine eigene Diskussion. Warum, wenn ich mich für vegane Ernährung entscheide, brauche ich Fleischersatzprodukte? Also, guter Punkt. Weil ich dieses, also ich kriege die Textur vom wirklichen Fleisch nicht hin, die ja sehr, sehr besonders ist. Fleisch besteht aus Eiweiß und Fett und hat einfach auch einen natürlichen Geschmacksträger. Und das ist einfach für mich etwas, das gehört nicht in meine Küche. Also genauso wie wir nie mit Glutamat oder irgendwas Fertigem arbeiten. Bei uns gibt es frische Küche, ausgewählte Produkte, alles reduziert. Und ich glaube, das ist einfach das, was wir, dieses Bewusstsein müssen wir bekommen, ja, weniger. Also wir brauchen nicht mehr als 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche, also um wirklich alles abzudecken, muss man sagen. Und dann wirklich auswählen und wissen, woher es kommt. Ich bin immer total offen, weil wir reagieren müssen. Das ist ja auch mit das Thema heute. Ich würde das auch probieren, aber da müsste schon sehr, sehr viel passieren, dass ich überzeugt werde. Reinhard, gibt es eine Möglichkeit, dich irgendwann in diesem Leben von Laborfleisch zu überzeugen? Eher nicht. Also ich würde diesen Aspekt, es ist erstmal unnatürlich. Ich habe ja gesagt, Landwirtschaft ist gebändigte Natur, ja. Und, aber das ist ganz, ganz, also dieses Laborfleisch, sind wir uns alle einig, ist ganz, ganz, ganz weit weg von der Natur. Und wir sind naturverbundene Menschen und deswegen... Da sind wir uns nicht einig. Also will ich nicht? Ja, dann können wir ja gleich drüber diskutieren. Nee. Ja, noch jetzt. Aber ich will jetzt noch mal einen weiteren Aspekt ergänzen. Es ist undemokratisch. Ja. Warum? Weil es einen Riesenunterschied ausmacht, ob ein wichtiger Teil unserer Ernährung, und natürlich gehört Fleisch, tierische Produkte, gehören zurzeit real jedenfalls zu unserer Ernährung, ein wichtiger Teil unserer Ernährung, ob der in der ganzen Fläche von Deutschland von etwa 150.000 mittelständischen bäuerlichen Betrieben produziert wird oder ob er am Ende von 150 Start-ups oder am Ende nur von 15 Konzernen produziert wird, an industriellen Standorten. Das ist ein Riesenunterschied und das werden wir politisch bekämpfen. Wir als Freie Bauern fordern also Kunstfleisch, Laborfleisch grundsätzlich zu verbieten und keinen einzigen Groschen Steuermittel in die Forschung reinzutun. Es gibt, weiß Gott, wichtigere Dinge, an denen wir forschen müssen, als so ein Unsinn. Das klingt alles sehr, für mich, aus meiner Perspektive, rückschrittlich, weil du, ich finde, sozusagen Innovation aus Angst abzulehnen, halte ich für sehr schwierig. Wir müssen uns überlegen, 2050 sind wir ca. 10 Milliarden Menschen. Und natürlich finde ich es okay, wenn wir als privilegierte Menschen sagen, ja, kann ich mir nicht vorstellen, aber wir müssen halt, dürfen das große Ganze nicht aus dem Blick verlieren. Und das ist nun mal Umwelt. Das sind 10 Milliarden Leute, die essen wollen. Und ich meine, es gibt Länder auch heutzutage, wo Menschen ins Bett gehen mit Hunger. Gibt es. Und jetzt zu sagen so, nö, weil mein Business darunter leidet, will ich das verbieten, halte ich für schwierig. Letzter Satz dazu noch. Ich denke mir auch einfach, du siehst das ein bisschen zu sehr aus dieser Angstbrille, nicht aus der Chancenbrille, weil erstmal gibt es super viele Chancen und dann ist auch nicht, es wird kein Big Bang geben, es wird nicht diesen Moment geben, wo du sagst, morgen ist dein Business passé, sondern du wirst Zeit haben, dich anpassen zu können. Viele Infrastrukturen können auch weiterhin so genutzt werden, auch mit Fleisch, das in vitro produziert wird. Das ist einfach so. Ich finde das Thema grundsätzlich, nochmal kurz, dann können wir weiter darüber diskutieren. Grundsätzlich glaube ich würde es wirklich so weit gehen, das ist eine Revolution unserer Menschheit. Super wichtiges Thema und in Zukunft wird das einfach so viel Positives bewirken und deswegen deswegen finde ich es wichtig, dass wir offen im Thema sind und dass wir darüber diskutieren. Diese Diskussion, also die ganze Argumentation, die ich von dir höre, erinnert mich, das ist ein totales Déjà-vu vor 10 Jahren. Wir haben damals massiv gegen die Einführung der grünen Gentechnik gekämpft und es sind die gleichen Argumente. Aber Gentechnik ist was anderes. Es ist ein anderes Thema, aber es ist sehr vergleichbar, weil eine Hochtechnologie, die wenigen Konzernen gehört, die uns Bauern aus dem Geschäft drängt, uns Marktanteile wegnimmt, das gebe ich offen zu, weil eine Hochtechnologie mit Macht in den Markt gedrückt werden soll, die deren Segen für die Menschheit höchst zweifelhaft ist, deren Zerstörung gesunder mittelständischer landwirtschaftlicher Strukturen, umweltgerechter Produktion, aber höchst real. Hast du denn das Gefühl, also es wirkt jetzt so, als ob die Politik da irgendwie eine Agenda hat und die Bauern vertreiben will und ihr mit Milliarden Förderungen überschüttet werdet? Ich habe auch gerade gedacht, ich würde gerne mal wissen, wo das Geld ist, weil wir haben keinen einzigen, also es gibt überhaupt keine Förderung für dieses Thema in Deutschland, was ich wiederum sehr merkwürdig finde, weil gut, als Wissenschaftler ist man erstmal offen für alle Themen, dass man die erforscht und dass es ausgerechnet hier überhaupt nichts gibt, frage ich mich schon wieder andersrum, ob da nicht Lobbyarbeit ist, sowas zu verhindern. Aber wir haben doch schon die erste Partei, die das fordert in ihrem Programm, die FDP. Sei es drum, was ich sage. Was ist denn die Motivation? Ist es tatsächlich die Umwelt? Sind es die Auswirkungen der Massentierhaltung? Ja. Also ich denke schon.
Also ich wollte noch mal zu den Bauern zurück, gerne, weil das hört sich so nach Lagern an. Ich persönlich sehe das überhaupt nicht so, dass das, also da sind wir uns halt wieder total einig. Ich sehe das wirklich auch als Chance. Ich meine, ich glaube jetzt auch nicht, dass in Deutschland nachher in 10 Jahren 100% des Fleisches daraus kommen. Das werden ja nicht die Riesenmengen sein. Das wird eine kleine Nische erstmal sein, die vielleicht wächst. Und ich sehe es genauso. Es wäre ja noch besser, wenn man es dann, also ich frage mich auch, warum müssen Vegetarier diese komischen Produkte essen? Da esse ich lieber gleich eine Zucchini oder sowas. Ja. Dazu kommen wir auch später noch. Ja? Aber es gibt halt nun mal eine große Masse an Menschen, die billiges Fleisch essen. Und klar, ich bin auch dafür, dass die Bauern genug Geld bekommen, genug Platz haben für ihre Tiere und so weiter. Und vielleicht ist das ja ein Weg, auch Leute zu einem Produkt zu bringen, das vielleicht nicht viel Geld kostet, das dann eben auch wiederum den Bauern ermöglicht, hochwertiges Fleisch herzustellen. Sie nehmen doch Marktanteile weg, geben Sie es doch zu. Sie können natürlich sagen, ist alles gar nicht schlimm, ja, aber am Ende des Tages werden Marktanteile weggenommen und gehen von mittelständischen bäuerlichen Betrieben in die Industrie. Aber ist das nicht der Lauf der Dinge? Also das ist ja in jeder Industrie kommt es doch mal so, dass die Gesellschaft sich verändert, entwickelt und dann Leute was verlieren, andere was gewinnen. Also das darüber wird diskutiert. Ich glaube, die große Mehrheit dieser Gesellschaft ist in dieser Frage auf der Seite der Bauern. Und das mag sein. Das will ich ja heute bestätigen. Also in Deutschland, ich muss jetzt mal kurz eingreifen, weil ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin ja selber noch gar nicht so lange in dem Thema. Ich komme aus der Biomedizin, also eigentlich Alternativen zum Tierversuch und so weiter und war auf einer Konferenz, ich habe es gerade schon erzählt, 2018 in den Niederlanden und da war Deutschland nicht vertreten. Ja, also da war niemand. Aber in Israel, USA, Niederlande, da gibt es die Firmen. Es gibt jetzt hier ein paar Startups. In Deutschland ist das ein schwarzer Fleck. Und warum? Also wie kommt das? Wie erklärst du dir das? Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich glaube, das eine ist, dass man als Forscher in der Biomedizin vielleicht weniger in so eine Konfrontation gerät, weil jeder natürlich gut findet, wenn man gegen Krebs was macht oder Alternativen zum Tierversuch und so weiter. Auf der anderen Seite, also wir haben echt lange überlegt, ob wir es überhaupt wagen, da reinzugehen, genau aus diesen Gründen. Aber ich persönlich bin eben von dem Sinn überzeugt, oder wir als Team haben das auch beschlossen, dass das wichtig ist hier, ich bin auch keine Firma, ich will gar niemand Marktanteile wegnehmen, ich will hier Wissen schaffen. Wir arbeiten auch mit der Universität Hohenheim zusammen, wo wir mal schauen wollen, wie gesund ist sowas, was wir da im Labor machen. Da gibt es total wenig Daten, weil hier lauter Firmen kommen, ja. Und das finde ich auch nicht gut, dass hier so viel, also ich finde, hier fehlt so diese wissenschaftliche Grundlage und da möchten wir eben hinarbeiten. Genau, ist das ein Kommunikationsproblem, auch so ein bisschen? Na, es gibt ja niemand, der darüber redet. Ja, das meine ich ja. Also ich meine, ich bin jetzt hier, ja, aber wenn man mal guckt, wen gibt es noch zu dem Thema? Es ist die Angst sicherlich da. Labor, oh Gott, furchtbar. Also ich kann ganz kurz noch, ich rede schon länger über das Thema in Vorlesungen. 2013 hätte es fast keiner von den Studierenden probieren wollen, heute strecken alle. Also da ist schon eine Bewegung da, zumindest ein Interesse. Da kann man immer entscheiden, ob man das will oder nicht. Ich will niemand Marktanteile wegnehmen, aber es wird so oder so kommen, ob wir es in Deutschland mitmachen oder nicht. Wie genau wird Laborfleisch hergestellt? Weil tierische Produkte spielen da ja immer noch eine Rolle, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, das ist ja Sinn der Sache, dass wir praktisch das Fleisch mit den tierischen Bestandteilen nachbauen. Die Idee ist, dass Zellen aus, also zum Beispiel wir nehmen Schlachtabfälle, da isolieren wir dann die Stammzellen, die Muskelvorläuferzellen, die Fettvorläuferzellen, vermehren die im Labor in einer Nährflüssigkeit, die optimalerweise dann ohne tierische Bestandteile ist. Und dann haben wir so eine Zellmasse und daraus formen wir dann auf verschiedene Wege praktisch ein dreidimensionales Konstrukt. Und wie viele Kälber brauche ich, um jetzt meinetwegen, keine Ahnung, 100 Kilo Fleisch herzustellen? Theoretisch reicht, wenn man eine gute Zelle hat, reichen 10 Zellen. Also ich könnte wahrscheinlich so kurz pieksen und ein bisschen Zellen rausnehmen und dann die vermehren. Also das ist auch Ziel der Forschung, dass ich wirklich aus ganz, ganz wenigen Zellen dann nachher Tonnen an Fleisch herstellen kann. Und das Tier muss natürlich auch nicht getötet werden. Das muss nicht getötet werden? Nein, also wir nehmen halt aus Recyclinggründen sozusagen, gehen wir zu einem Biometzger und bekommen da direkt bei der Schlachtung nachher Fleisch, Zwerchfell oder sowas, was eben nicht verkauft wird, weil es wird ja leider auch nicht das Ganze. Aber muss dann schon getötet werden? Es wird geschlachtet, oder nicht? Das wird eh geschlachtet. Das kommt okay, es wird nicht extra dafür. Nein, okay, das kommt in die Metzgerei und es wird aber ja von einem Tier meistens nicht das komplette Tier verkauft an der Ladentheke und wir bekommen da Abfälle und isolieren hier aus dem noch warmen Stück Fleisch die Zellen. Aber du kannst ja mal in eine ferne Zukunft schauen, in der es vielleicht tatsächlich doch keine Tierhaltung mehr gibt, dann müsste ein Tier dafür getötet werden.
Warum? Das kann ja weiterleben. Ich kann dem ja einfach ein paar Zellen rausnehmen. Okay, so alles Nadel klar. Dann nur fürs Verständnis. Genau. Okay, dann haben wir das geklärt. Ich sehe, es das war richtig. Das war genau das, was ich fragen wollte. Ne? Weil sonst wirkt es vielleicht so, als wenn es erst sterben muss, wo man dann Zellen entnimmt. Nein, achso, wir machen das jetzt nur, soll ich nochmal sagen? Nee, das war ja gut. Wir haben es jetzt einmal klargestellt. Es muss nicht extra sterben, nein, damit Laborfleisch hergestellt werden kann. Das Serum von toten Baby, von ungeborenen Kälbern brauchen Sie noch. Das ist noch nicht das, so, Sie sagen zwar, Sie wollen das noch irgendwie irgendwann mal erfinden, aber... Nee, das gibt schon. Also die meisten machen das noch, das stimmt, das ist ein ganz großes Problem. Nebenbei bemerkt, in der Biomedizin, alle Medikamente werden so hergestellt. Ja. Das ist auch, sagt auch keiner. Also wir forschen da schon lang dran, das zu reduzieren und ganz zu vermeiden. Aber es werden noch tierische Bestandteile aktuell verwendet, aber es gibt auch schon die ersten Produkte, der Chicken Nugget zum Beispiel, der war jetzt ohne dieses Kälberserum. Und ich würde mich auch so freuen, das ist nämlich super wichtig, weil wir abstrakt natürlich ein bisschen darüber sprechen, ne? Also über die Auswirkungen, aber was ist das überhaupt? Ich würde mir wünschen, wenn sich die ZuschauerInnen, dass ich das mal anschauen würden, was da wirklich passiert. Und zwei Sachen, die ich nochmal super wichtig finde, weil ich würde so provokant sein und zu dir sagen, ja, ich wünsche mir, dass die Marktanteile weggenommen werden, aus zwei Gründen. Erster Grund, und das ist eigentlich der einfachste, wenn wir irgendwann dahin kommen, in vitro vielleicht oder Clean Meat zu produzieren, dann ist es halt einfach so, dass wir 90% der Flächen, des Wassers, des CO2, der Emissionen einsparen können im Vergleich zu jetzt. Das ist der erste Punkt. Das heißt, für den Planeten ist es super gut. Lass uns, ja, und dann kommt der zweite Punkt noch. Man muss sich auch mal vorstellen, unser Fleisch ist vollgepumpt wie heißt nochmal hier die Tabletten? Antibiotika, genau. Antibiotika. Stimmt überhaupt nicht. Kannst du gleich erzählen? Antibiotika, und es ist so, dass die WHO, also vielleicht kennst du die World Health Organization. Wir haben übrigens einen Fact-Check, ne? Also ihr müsst euch gar nicht, genau. Finde ich super. Also WHO, World Health Organization, sagt, bis 2045 werden mehr Menschen an multiresistenten Keimen sterben als an Krebs. So, das ist ein Riesenproblem. Und da stellt sich mir die Frage, jetzt kann man natürlich hingehen, so wie du das machst, und das hat nichts mit dir als Person zu tun, du weißt, also ich hoffe, du siehst das auch, sondern das hat was mit dem System zu tun. Wir haben quasi Menschen, die versuchen, ein System aufrechtzuerhalten, bei dem ich als, in Anführungsstrichen, junger Mensch sage, ey, wenn wir jetzt nicht aufstehen, wenn wir jetzt nicht was machen, und das ist auch genau dein Thema, wenn wir jetzt nicht Geld in die Hand nehmen und so etwas fördern, dann fliegt uns das später alles um die Ohren. Das, weil der Markt wird sich so hin entwickeln. Ich sag mal, es hört sich so an wie den Sozialismus in seinem Lauf, hält weder Ochs noch Esel auf, also so ein Determinismus. Es kommt, es wird sich entwickeln, ja. Und wenn wir nicht mitmachen, wenn wir nicht auf den Zug aufspringen, dann sind wir am Ende, da kann ich nur drüber lachen. Ja? Es ist so viel nicht gekommen, unter anderem die Gentechnik, und wir haben gut gewirtschaftet. Ich bin der Meinung, es muss sich was ändern. Ich bin auch der Meinung, dass in der Tierhaltung in Deutschland nicht alles okay ist. Was muss sich denn ändern? Wir reden über Massentierhaltung. Wir reden über sehr große Einheiten, und zwar, wenn du mit 2000 Schweinen nicht klarkommst, dann schaffst du es vielleicht nicht, aber es gibt wirklich gute Bauern, die das sehr gut können. Aber ich sage mal, es gibt Größenordnungen, wo man viele Mitarbeiter hat, also wo es anonym wird, wo ich nicht mehr diese Verantwortung für das Tier als eigenverantwortlicher Mensch wahrnehmen kann. Ich glaube, wir könnten hier noch lange diskutieren, ja, genau, irgendwo einen Punkt machen, aber eine Sache interessiert mich tatsächlich noch von dir, weil du Veganer bist, und das sind ja auch tierische Produkte, die mitverarbeitet werden. Mhm. Würdest du das essen, Laborfleisch, in der jetzigen Form? Also ich habe mich damit auch sehr stark auseinandergesetzt. Ich glaube auch, das ist ganz wichtig, ich glaube nicht, dass das Clean Meat versucht, Veganer abzuholen, sondern ich glaube, du hast es auch schon gesagt, sondern 99% der Bevölkerung, die essen Fleisch. Und nur weil wir vielleicht denken, ja, die Leute essen weniger Fleisch, weil hier wirkt es ja auch so, in China, Indien, da wird überproportional einfach mehr Fleisch konsumiert. Das heißt, die Nachfrage steigt. Und ich persönlich würde das nicht essen. Es liegt aber auch daran, dass ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt habe. Ich glaube, selbst wenn wir irgendwann dahin kommen, dass wir Clean Meat kaufen können, ist es so, dass es immer noch nachhaltiger ist, wenn man auf pflanzliche Produkte zurückgreift. Weil ich glaube, da wird einfach trotzdem weiter nachhaltiger sein. Ich brauche es auch nicht. Bin sehr neugierig. Und ich glaube auch, dass die vegane Community sehr gespalten ist bei dem Thema. Weil es ist ein Fleisch, also es ist tierischen Ursprungs. Ist ja einfach so. Aber dass diese ganzen Sachen, die für die Veganer einstehen, für Ethik, Tierleidvermeidung, Umwelt, Gesundheit, all das sind alles Themen, die man damit tackeln kann. Und deswegen ist das eine Sache, die müssen wir als vegane Community, als Vegetarische, als Menschen fördern. Applaus. Wir kommen zum nächsten Statement, und das lautet, wir müssen ganz weg vom Fleisch. So, wir haben einen, der sagt, Überraschung, wir müssen ganz weg vom Fleisch, und drei, die sagen, wir müssen nicht ganz weg vom Fleisch. Warum bist du der Meinung, dass Fleisch definitiv auch in der Zukunft eine Rolle spielen sollte in der Ernährung? Du hast es ja vorhin schon kurz erwähnt mit den Nährstoffen, die da drin sind. Nährstoffe sind natürlich ein Thema, aber klar, das kriege ich auch auf andere Art und Weise, auch wenn in anderen Mengen natürlich hin. Für mich, ich bin wirklich ein absoluter Pro-Fleischesser, und für mich gehört es einfach dazu, zu einem besonderen
Essen auch, muss man ehrlich sagen. Das ist irgendwie nicht mehr so dieses tägliche. Früher hatten wir den Sonntagsbraten. Ja? Der ist irgendwie völlig verschwunden, weil wir alle nicht mehr wissen, wie man einen Sonntagsbraten herstellt. Das ist das andere Thema, weil wir irgendwie schnell unterwegs sind. Und wir können ja nächstes Mal über diese ganze Coffee-to-go-Nummer sprechen. Finde ich auch sehr, sehr schön. Nein, ich bin genauso, wie ich vorhin auch gesagt habe. Also klein, fein, dosiert, wissend, woher es kommt, ist das für mich als Köchin etwas, was zu einem besonderem Essen, besonderem Menü dazu gehört. Jetzt komme ich doch wieder zu dir. Sehr also, gerne. Also du bist wirklich der Meinung, dass schon, sagen wir, einmal die Woche Fleisch essen ein Problem darstellt? Also, ich habe mich natürlich hier hingesetzt, damit ich am meisten Redeanteil habe. Nein, Quatsch. Es ist so, wir brauchen es nicht, das ist ein Fakt. Das heißt, wenn ich mich dafür entscheide, zu sagen, ich möchte es aber gerne haben, dann finde ich es nur fair, wenn man sagt, ja, dann setze ich dann auch bitte mit auseinander. Und ich werde dir nicht reinquatschen, ich werde nicht versuchen, dich zu missionieren, sondern was ich machen werde, ist zu sagen, du brauchst es nicht. So, ne? Und du eigentlich alles, was diese ganzen Rattenschwanz an, aber ich mache es trotzdem, dessen muss man sich mal bewusst sein. Und dann sagt man, jetzt doch meine persönliche Entscheidung. Na, frage ich mich ganz ehrlich, wie kann es deine persönliche Entscheidung sein, wenn jemand ein anderes Lebewesen stirbt, wenn vielleicht zukünftige Generationen unter deinen Entscheidungen leiden? Halte ich für schwierig. Aber es gab ja dieses Argument vorhin, es ist irgendwie immer schon Teil der Natur gewesen, der Fleischkonsum. Ist das die Menge, die dich stört? Oder? Nee, also erstmal bei der Aussage, was ich sehr schwierig daran finde, ist, nur weil wir etwas immer gemacht haben, rechtfertigt es natürlich nicht, dass wir es immer noch tun. Wir haben viele Sachen in der Vergangenheit gemacht, auf die wir uns einigen können, die wir nicht mehr tun sollten. Mhm. Aber ich verstehe natürlich die Argumente. Ich habe mein Leben lang Fleisch gegessen. Also ich verstehe, ich verstehe alle Argumente, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Aber jetzt bin ich einfach an einem anderen Punkt in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, ich habe für mich entschieden, dass ich das nicht machen muss. Und heutzutage, es war noch nie so einfach wie jetzt zu sagen, ich mache diesen Switch. Noch nie. Und jeder Mensch, der mir sagt, ja, super schwierig, sage ich so, ja, also probier's mal aus. Mach's mal und guck mal. Das soll ja das große Potenzial von dem Fleisch aus dem Labor sein, weil beim Vegetarischen, da ist immer jeder, der das mal probiert hat, der weiß, das ist kein Fleisch. Es schmeckt zwar irgendwie Geschmacksverstärker, was weiß ich was, oder vielleicht auch natürliche Stoffe, aber das ist die Hoffnung ja von dem Fleisch aus dem Labor, dass wir durch die Bestandteile, die ja von den Tieren kommen, die aber halt nicht sterben müssen, die Tiere, dass wir dadurch Produkte erzeugen können, die eben besser schmecken. Und dann, wie gesagt, ich sehe das immer so, der Verbraucher entscheidet. Ich sehe das genau wie du. Es wird nicht jeder Veganer oder Vegetarier werden. Es wird genug geben, die weiter konventionelles Fleisch essen. Und das ist dann auch okay. Aber die es gerne probieren möchten und eben sagen, ich möchte da diese Klimaaspekte mit einbauen. Ich möchte nicht, dass Tiere sterben müssen, damit ich zu meinem Protein komme. Aber ich möchte eben auch den Geschmack vom Fleisch. Die sollen die Möglichkeit bekommen, sowas kaufen zu können. Reinhard, hast du das Gefühl manchmal, dass Bauern inzwischen auch, also vor allem Rinderzüchter, auch ein bisschen unfair auch dargestellt werden? Fühlst du dich unfair behandelt? Unverständlich. Ich sehe einfach, dass einige Leute Dinge überhaupt nicht begreifen, wie Landwirtschaft funktioniert. Vielleicht was denn? Was begreifen wir nicht? Ja, genau. Erklär mal. Wir müssen uns ja jetzt nicht darüber streiten, wer was ist. Also wenn du, sag ich mal, du willst vegan leben und meinst, und das bekommt ihr, dann mach es um Gottes Willen. Ich will dich da auch in der Sache gar nicht bekehren. Mir schmeckt immer noch am besten ein schönes rotbuntes Rindersteak, keine Diskussion. Aber wenn wir das, also die Frage, so wie sie gestellt ist, ist ja doch übergeordnet gestellt. Und dann kann ich sagen, eine vegane Landwirtschaft funktioniert nicht. Also die Entwicklung der Menschheit im 19. Jahrhundert in Europa, ja, die Industrialisierung des Bevölkerungs, war nur möglich, indem die Landwirtschaft durch Tiere sehr, sehr viel produktiver wurde. Und wir können uns jetzt darüber unterhalten, ob wir so viele Tiere hier halten müssen in Deutschland, wie das teilweise passiert. Aber wenn wir das haben, was wir hier aus dem eigenen Boden produzieren können, dann ist eine Landwirtschaft mit Tieren, die sich in Kreisläufen dreht, Photosynthese, Nährstoffe, immer im Kreis, ja, ist eigentlich das Hocheffizienteste, was wir machen können, um vielen Menschen satt zu machen. Und vielleicht, da habe ich manchmal tatsächlich das Gefühl, was unverstanden angeht, fühle ich mich unverstanden, dass viele Leute gar nicht mehr wissen, wofür Landwirtschaft nämlich da ist, nämlich Menschen satt zu machen. Wir haben ein Systemproblem. Wir leben in Deutschland, in einem Land, wo man das Gefühl hat, alles muss geil, ist geil, billig, 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 günstig Fleisch. Das ist ein Riesenproblem, weil wer muss es ausbaden am Ende? Ihr. Weil es muss günstig produziert werden. Das ist ein Riesenproblem. Das sehe ich auch. Ich habe niemals etwas gegen Bauern. Ja, ich habe da gar kein, weil ich, die machen auch meine Lebensmittel. Also die machen einen richtig guten, harten Job. Dessen bin ich mir bewusst. Also gut, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine in dem Kontext, ne, mit dem, wenn ich von Gemüse und so spreche. Und zum Schluss würde ich gerne wissen, wie ihr die nächsten 5 Jahre seht. Also kannst du dir zum Beispiel ein Restaurant ohne Fleisch vorstellen in 5 Jahren? Absolut. Es gibt mittlerweile großartig beste Restaurants, die ohne Fleisch funktionieren. Einer der bekanntesten Köche in New York, Daniel Humm, hat gerade sein komplettes 3-Sterne-Restaurant umgestellt auf vegetarisch. Also klar, und nur nicht bei mir.
Und dann, um den Gedanken vielleicht nochmal aufzugreifen, so, vielleicht kann jeder einmal ganz kurz sagen, was so eine Erkenntnis ist oder ein neuer Aspekt, den er heute gelernt hat, was er mitnimmt und wo er vielleicht nochmal drüber nachdenkt. Wir wollen ja alle was mitnehmen aus solchen Diskussionen. Ich warte einfach mal, guck, bis einer... Ich kann tatsächlich kurz was sagen dazu, ja, also, wenn es okay ist. Für mich ist einfach nur spannend, ich bin natürlich immer noch in meiner Position geblieben. Für mich ist ganz klar, dass hinter all diesen Geschichten, ne, also es, natürlich auch immer Menschen stehen mit ihrer eigenen Geschichte. Und ich glaube, das vergessen wir oft, ne, wenn wir abstrakt darüber reden oder sagen, die sind schlecht, das ist gut. Dazu neigen wir und auch zu den Schubladen. Wir müssen weg davon. Wir müssen in den Dialog gehen, miteinander sprechen. Für mich zum Beispiel ist sehr schockierend, dass du, Peter, dass du sagst, warum passiert denn hier in Deutschland nichts? Und das ist auch eine Frage, die ich mega schade finde, wo ich mir so denke, ey, wir haben so viele kompetente Menschen da draußen, wo ich mir so wünschen würde, dass man einfach, wenn es um die Zukunft geht, dass wir vielleicht auch eine Rolle spielen, jetzt als Deutschland. Ne? Und da denke ich mir dann, das finde ich mega schade. Und da stelle ich mir auch die Frage, was kann man da vielleicht tun? Ich kann es nicht beantworten, ich finde es einfach Aber ist das spannend. Vielleicht eine Erkenntnis, die du mitnimmst, dass ihr da ein bisschen offensiver auch sein müsst in der Kommunikation? Also ich habe das auch gemerkt, ich verstehe ja viele Positionen und ich hoffe, es kam auch rüber, dass wir irgendwie nicht jetzt total hier konfrontativ unterwegs sind. Ich rede jetzt von wir, obwohl wir gar keine Community sind bisher. Und das wäre wirklich was, ich glaube, man muss da viel mehr in Dialog gehen, weil ich sehe das eher vielleicht auch als eine erweiterte Partnerschaft, die man irgendwann mal eingehen kann. Warum nicht die Bauernhöfe, jetzt werde ich wahrscheinlich gleich wieder angegangen, aber warum die nicht zukunftsfähig machen, auch mit sowas als weiteres Standbein? Ja, das ist ja genau das Thema. Genau. Reinhard, was hältst du davon? Die Chance für mein Schlusswort. Was hältst du davon? Das Großkapital hat uns auch bei der Gentechnik eine erweiterte Partnerschaft vorgeschlagen, dass sie den Zugriff auf das Saatgut haben und wir dürfen dann mit dem, was das Wichtigste ist für Landwirtschaft, nämlich mit dem Lebewesen, dürfen wir dann auf deren Patenten wirtschaften und müssen jedes Jahr an sie Lizenzgebühren bezahlen. Und ich glaube, dass die Landwirtschaft in Deutschland zukunftsfähig ist und wenn sie zukunftsfähig ist, dann ist sie es durch viele, viele fleißige Bauern. Und wenn ich für die nächsten 5 Jahre rede, hoffe ich, dass meine Tochter, die jetzt ein Praktikum auf dem Milchviehbetrieb gemacht hat, dass sie tatsächlich sich auch für eine landwirtschaftliche Lehre entscheidet. Und die kann doch mal zu uns ins Labor kommen. Wie wäre das? Ja, wir suchen doch mal gegenseitig. Wir machen eine Reportage darüber. Ins Labor will sie, glaube ich, nicht. Ich finde, dass wir daran forschen und dass wir sowieso noch ganz weit zurück sind in Deutschland, finde ich ganz, ganz traurig. Aber ich finde das richtig, dass wir wollen ja weg von dem Massenkonsum an Fleisch, der tatsächlich stattfindet. Und dass es natürlich immer fördernswert ist, solche familienbetriebenen Bauernhöfe zu erhalten, wo natürlich auch Rinderzucht oder welche auch immer stattfindet. Aber es ist die große Mehrheit in Deutschland. Ja, aber wir wollen ja, ich kriege selber, mir wird schlecht und ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich auf der Autobahn an einem Massentiertransport vorbeifahre. Das ist das Ekelhafteste, was es gibt. Und da finde ich, für mich war das heute jedenfalls sehr spannend, ein bisschen mehr über Laborfleisch kennenzulernen, ist das auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, das ein bisschen runterzufahren, weil das muss eigentlich auch in deinem Sinne sein, denke ich mal. Also ich glaube, es ist sinnvoller, an Socken zu forschen, die in den Gummistiefel nicht rutschen, als in diesem Bereich. Aber das ist eine Einschätzungsfrage. Kann ja besuch sie doch trotzdem mal im Labor. Schick mal deine Tochter vorbei, vielleicht sieht es anders. Dann sage ich Dankeschön für eure Zeit, danke für euer Wissen. Ich habe auf jeden Fall auch einiges mitgenommen. Ich hoffe, ihr habt auch was mitgenommen und gelernt. Diskutiert gerne unter dem Beitrag. Achtet bitte darauf, freundlich zueinander zu sein. Abonniert den Kanal, liked den Beitrag und bis bald.